Hi und willkommen, mein Name ist Aniroy P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir die Kristallhöhlen, die Kristallen von Erealumen betreten. Entschuldigung, da musste ich noch mal aufstoßen. Und ja, wir sind jetzt hier drin. Hier habe ich glaube ich schon geguckt, ne? Ja, ich bin noch mal kurz rausgegangen, habe mir meine Vorräte noch mal kurz aufgestockt. Ich habe wieder magische Augen und Zeugs und ja, haben mir hier und da noch ein paar Waffen hergestellt. Ich habe mir hier eine Falkennadel, glaube ich, hergestellt und die Saturnklaue habe ich hergestellt. Das war's. Anderes, dem Mjölnir 2 plus 1a, meine ich, habe ich hier auch noch hergestellt. Und ja, das andere ist noch unverändert. Okay. Wir machen mal weiter. Dann spielen wir lieber Carol. Und ja, wir gucken mal. Ich hoffe, einen Rausweg beziehungsweise Hinweg hier. Okay, ich dachte, da wäre ein dickes Monster. Noch ein paar Truhen gefunden, aber die werde ich dann, wenn wir rausgehen, ja, mal öffnen. Ist du ein Gigantodingen? Nee. Wo du siehst groß aus. Was? Ach ja. Gibt's da? Kann man ja machen. So, zum Glück habe ich magische Augen noch mal gekauft. So, guck mal, ob du was hast. Ich glaube ja. Hast du eigentlich Dings ausgerüstet? Ja. Ich weiß gar nicht, ob der stehen muss oder so, damit ich was klauen kann, aber ja. Haut den noch nicht die ganze Zeit um. Mr. Schokol, das hat es jetzt irgendwie nicht so gebracht. Naja. Komm mal her. Wie habe ich das daneben gehauen? So, ja, diese beiden anderen Typen sollen ja auch noch hier rumlaufen, ne? Der Boss, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, und Tyson. Der Typ mit dem dicken Schwert und der eine Typ mit dem Umhang. Und ja, deswegen steuere ich mal Carol, einfach nur, weil das passt. Und ja, sind wir schon fertig hier mit dem Vampirgebiss. Okay, jetzt da. Oh, 10.000 Gold habe ich bekommen daraus und 25.000 Gold. Cool. Also 35.000 Gold habe ich gerade. Gut, mir ist nämlich das Geld ganz schön ausgegangen, ja, als ich hier wieder Waffen hergestellt habe. Also ja, kann man mal machen, ne? Oh, ich muss mich mir ja hier gut umschauen. Weil diese Truhen waren ganz schön auffällig, die ich gesehen habe. Wenn ich die übersehen habe, ist irgendwie schon, weiß ich nicht, überraschend. Da oben sah schon aus, als wäre der richtige Weg. Deswegen gehen wir mal hier lang. So, geht ihr bloß weg von mir, ey. So, da ist ein Monster. Okay, Gott sei Dank. Scorpia. Ich habe gerade ein Dings für dich hergestellt. Vitalität 3, Geist 3, das ist krass. Na komm. Okay, das sieht aus wie ein Gigantomonster. Kann ja schon mal reingehen und das analysieren. Wir wollen schon mal darauf wappnen können, ne? Gerade gesehen hat mein heiliger Tank hier abgeklungen ist. Du Hai. Riesenhund. Wolf. Dingen. Ja. Fenrir. Klassisch. Ist 58. Du siehst nicht so stark aus. Ganz ehrlich. Ich bin auch relativ hoch gelevelt, ne?
Okay, wer heilt den nicht hat? Resistenz fast alles. Erde, Wind, Wasser, Licht, Dunkelheit. Erde, Wind, Wasser, Licht, Dunkelheit. Und du bist wahrscheinlich. Du auch. Du auch. Wow. Schaffe ich das? Bin ich das? Naja. Glaubt, da bin ich. Der sieht aber nicht so stark aus, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja. Dann tun wir mal wechseln und ich weiß nicht, zweitschwächste, was ich hier gerade habe. Ich habe nur Hammer irgendwie, die in letzter Zeit irgendwie voll stark sind, ne? So, Handram hatte ich glaube ich vorher. Ja, könnte etwas nervig werden, aber was soll's. So, wo habe ich diesen einen? Ich suche die ganze Zeit immer diesen einen Angriff. Netter Genesung. Oder heute fand von physischen Beschwerden hat. So. Gut, repeat, wo bist du? Macht das schon, Estelle. Schon okay. Gott verdammt. Da habe ich mir Carol Spezial, also mystische Art. Aua. Oh. Also ich sollte den vielleicht später machen, einfach nur, damit das nicht so lange dauert. Aber wir kriegen den eigentlich schon relativ schnell down, finde ich. Aua. Weil wenn wir unserem physischen Angreifern hier umgehen, scheint das schnell zu gehen. Nur ich habe irgendwie Angst, hat jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht. Ein Boss kommt und so und unsere Vorräte hier runterzieht. Und ich möchte nicht jetzt nochmal einen Schnitt machen und hier rausgehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wir kriegen eigentlich schon relativ viel Schaden eben rein. Außer der tut sein Kampfschema nochmal ändern. Oh, hi, ich wollte nur hier reinkommen, um auch was von diesem Abwehrplus zu bekommen. Dankeschön. Aua, aua, Mann, hör mal auf damit. Oh, mein Hammer gegen die Fresse gehauen. Hast du einen angegriffen? Stand da überhaupt keiner. Ja, komm mal, der hat schon so viel AP verloren. Ja. Ja. Das könnte mal sehr lange dauern, ja. Ja. Warte, bis meine mystische Art fertig ist. Aber ich soll vielleicht mal mit Judith versuchen. Die haben wir auch noch nicht. Glaube ich jedenfalls. Wir haben Spezial mit ihr, oder? Aber ich weiß nicht, ob wir die Mystik gerade schon mal gesehen haben. Oh mein Gott. Also jetzt allerdings hier. Diese Rettung. Steh auf, Männchen. Wie es in Kingdom Hearts heißen würde. Jawohl. Pass auf. Okay, halt dich. Boah, Estelle jetzt hier irgendwie ihre Dings raushaut. Leiden, Beschwerden. Leiden entfernen, meine ich. Hat sie trotzdem gemacht. Aber ich glaube für Repeat. Irgendwas. Kein Problem, ich kann das ab. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, welcher Knopf mal alle vier verbraucht, ne? Wäre sehr gut, so zu wissen. Also was hier? Haben wir doch bestimmt, ne?
So. Jetzt werden wir doch die Hälfte des Kampfes hier noch schaffen, oder? Ich glaube nicht, aber mal gucken. Das muss ich noch warten, bis du deine... Was hau dir noch nicht die ganze Zeit um? Na, nicht auf Estelle. Jetzt warte ich nur, bis du deine Überlimit hier eingesetzt hast. Genau so. Oh, so gut. Etwa kontern können so. So, Mondscheinmesser. Wie sieht da aus? Okay, damit werde ich ja wohl treffen können. Hab schon wieder. Okay. Du hast das gemacht, gut. Na, komm mal her. Ich hau erstmal ein paar Mal auf dich rein. Oh Gott. Ich muss natürlich treffen. Ne? Gut, zeig mal. Hat schon gesehen. Strahlendes Mondlicht. Boah. Mein Thema ist Mond, versteht ihr es? Oh Gott. So. Kommt 100.000 noch. Relativ einfach, das wie ich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. So. Ich habe doch geblockt. Vor allem, der hat nicht irgendwie so nervige Gimmicks oder so. Ja, der kann mich mal vergiften. Ja, super, aber an sich ist das hier relativ einfach, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh. Konter. Ah, hab ihn gesehen. Oh. Au. Au. So, warum ist er nicht auf mich eingesetzt? Aua. Mein Gott, hat sie viel TP dazu kommen, ey. Da kommt 250.000. Ganz schön einfach der Kampf, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, ich habe Combo Plus, merke ich gerade. Ich kann aua, viermal angreifen. Vor einer musste natürlich getroffen werden von dem Mist, ne? Hast du eigentlich noch TP? Du hast... Ich sag doch immer, ihr seid volle Waffe. Seid doch mal nicht so knauserig. Was auch immer jetzt hier als Boss kommt, ich habe so gefühlt, wir müssen gegen die beiden Typen kämpfen. Von der Claudius Leviathan, so wie auch immer die heißen. Ja, war Jäger, ne? Glaube ich. Weiß nicht, ich komme noch mit den Gilden ein bisschen hin und her. Ich suche immer noch so einen Wahrsager Gilden Typen, für den ich angeblich eine Mission erledigt habe. Oh, ich habe keine TP. Ja, ich muss die Gruppe gleich wechseln. Einfach nur bei uns die TP ausgehen. Ich rechne einfach mal für den Bosskampf. Das ist auch jetzt nicht gerade so die beste Gruppe für den Bosskampf. Stelle ich fest. Aber irgendwie bringt es das, weil ihr so vier Leute, drei Leute auf einen raufzuhauen und so. Hat schon gebracht, finde ich. Aber der ist jetzt auch nicht so stark. Also, der macht ja eigentlich nichts. Der macht nur harmlose Sachen. Nicht so wie dieses eine Viecher die ganze Zeit irgendwie ihre Leute, neue Schweine irgendwie gerufen hat oder irgendwie sowas. So, ich muss mit Carol mal zu dieser einen Lanze gleich wechseln, bevor wir kaputt hauen. Damit ich die LP ja nicht verschwende. Au. Danke. Ja, ich glaube, du musst gleich noch mehr Leiden vertreiben. Was sollte das denn? Er versucht mich zu beißen. Ah. Oh, Astion. Aua.
der Angriff, der angeblich voll stark gegen den Adophagus sein soll, ne? So, wechseln wir mal. Kann ich auch Sachen lernen, ne? Und am besten geht irgendeiner mal volle Möhre auf den drauf jetzt. Und du, Carol, nicht. Ja, so, hau den mal kaputt, irgendeiner. Ja, fast Estelle. Okay, irgendjemand, hau den kaputt. Jemand, der nicht ich bin. Na, ich hab den geil, verdammt. Sehr gut. Gut, das war chillig. Finde ich jetzt. Großer Wolfzahn. Okay. Geben wir unser Bestes. Okay, von ihr haben wir noch nicht die Dings eingesetzt. Okay, cool. Noch ein Gigantomonster. Plattgewalzt. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar. Ausnahmsweise. Basilikum. Kann ich mir eine super Pasta machen. Den ganzen Kräutern. Und eine Bolognese. Irgendwas Italienisches. Das ist rassistisch. Nee, ne? Ich habe jetzt eigentlich nur gesagt, dass Italiener was von Kochen verstehen, mehr oder weniger. Gut, speichern wir mal diesen Erfolg ab. Und dann machen wir weiter. Ja, ich hätte es nicht gedacht, dass hier so ein Viech auf uns wartet, ehrlich gesagt. Und aber ich finde gut, dass wir das schon erledigt haben direkt. Da muss ich nicht noch mal hier reinrennen. Warte mal, da musst du mal hin, ne? Glaube ich. Oder wo bin ich hier gerade? Ja, perfekt. Oh, hier waren wir noch nicht, glaube ich. Das Ding kaputt geht nicht, okay. Schlagadler. Gib mir für Repeat eine Waffe, bitte. Ihr gebt mir jetzt alles Waffen für die Leute, für die ich schon gerade Sachen hergestellt habe. Das gibt es jetzt einfach nicht. So, für Rita. Rita hatte nichts Neues gerade. Schwertpeitsche. Überlebt, Bo. Sieht aus wie die Waffe von Bailiff aus Fire Emblem. Free Houses. Womit ich auch mal weiterspielen muss auf meinem englischen Kanal. Habe ich aber vor, ehrlich gesagt, morgen mal ein bisschen wieder aufzunehmen. So, du hast einen neuen Dings bekommen. Irgendwas hier. Drehbohrhammer. Mhm. Nehmen wir das lieber. Und du hast irgendwas hier. Keine Ahnung. Jäger. Wird die durch Besiegen eines Luftgangs erzielt Erfahrung. Gibt für alle Freunde in der Gruppe. Oh. Dem sich die übernimmt Anzeige auffällt. Auch nicht schlecht. Die Ausbeute in diesem Dungeon nicht schlecht. Finde ich gut. So wie ich das verstanden habe, konnten wir ja irgendwie aussehen, wo wir als nächstes hingehen, ne? Entweder hier oder in einen Ort. Warte mal. Hier geht's wieder zurück, ne? Da oben ging es auch noch irgendwo lang. Da oben ging es auch noch irgendwo lang, ne? Also gehen wir da mal. Glaube ich. Habe ich schon ja voll verehrt. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. So. Nee, warte. Aber hier war richtig, ne? Nee, von da. Ich hab's gleich. Pass auf. Muss ich noch um Stunden anhören. Aber hier bin ich runtergegangen und hier. Ich gehe einfach jetzt hier. Oh, mein Ding ist abgelaufen. Jemand Neues, dann verzische ich mich mal. Auch putze ich meinen an den Dings an. Guck mal, die Waffe an, die ich... Das ist doch kein Hammer mehr. Da ist ein Bohrer, der den Himmel durchbohrt. Und wie auch immer nun mal dieser Spruch von Gurren Lagann ging. My drill shall pierce the heavens. So. Mein Bohrer wird den Himmel durchbohren. Ja, aber doch richtig, ne? Habe ich doch gerade gesagt, oder? Da ist ein Speicherpunkt, sehe ich gerade. Cool.
Ich nehme mal hier, nehme mal eine Gruppe, die es in Bosskampf ja vielleicht schaffen könnte, die, obwohl irgendwas zu klauen, wenn jemand was zu klauen hat, keine Ahnung. Ich bin jetzt irgendwie sehr paranoid bei sowas. Ja, wie gesagt, wir nähern uns jetzt den Endgame. Ich nehme an, die Gegner werden jetzt schon richtig geile Sachen zu klauen haben. So, deswegen ja, schauen. Eine neue Waffe für, nee, ich glaube, die hatten wir sogar. Longinus. Ey, das ist die ultimative Waffe von Kimari aus Final Fantasy 10. So, Orochi 1 war das, ne? Ich glaube schon. Ich habe sogar eine bessere schon ausgerüstet. Orochi plus 1, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon habe. Yep, okay. Aber Longinus ist, glaube ich, neu. Das muss ein Speer sein. Ich wusste es. So, Stärke 3, ja, jetzt kriegen wir echt geile Sachen. Guck mal, eine veränderte Art, eine zweite, eine Art. Aber ich finde das so geil, wenn wir immer ein bisschen stärker werden, so ein ganz kleines bisschen, ne? Oh, alle bis auf Repeat lernen gerade, was? Okay, wie sieht meine Truppe aus? So gut. Ja, da ist ein Heilspeicherpunkt, wenn ich mich nicht geirrt habe, ne? Also, boom. Ah, schön. Gut. Die ganze Monster ist gesichert. Wir sind voll geheilt. Das ist eine Truhe. Trank des Lebens. Boom. Ich habe gar keinen Verbrauch gerade. Und ja. Ja, gehen wir mal rein. Kümmern wir uns um die. Ich habe so quer gekämpft gerade gegen die. Entweder gegen die oder das Monster. Ich tendiere ehrlich gesagt schon mehr zu einem Monster. Oh, ah, nee, das hat Intellekt, ja. Also, nee, doch nicht. Die beiden sind es wahrscheinlich. Ja, klingt genau so, ist nee. Vielleicht weil er in diesem komischen Feld steht. Oh, die wird sogar schon sterben, rette die. Hey, na? Undine. Na, nanda? Koiz wa? Seirei yo. Seirei? Gushios. Sonata. Undine. Aitsu ittai dou shichimatta nda? Nanka hanashi dekiru joutai ja nai mitai yo. エンテレ契約といえども無制限にエアリを取り込めるわけではない。その能力を超えたエアリを体内に取り込んだものは、そしてまさか星神となる。ああ、オッケー。世界を守ろうとしてあんなになっちまってたのか。クシオス、こやつを救ってやってくれ。 Okay. Warte mal, ist das, was Estelle mit Belios gemacht hat? Als er dann ausgerastet ist am Ende? Okay.
Schwäche, Feuer sind okay. Gott, was? Der war das? Okay. Ja, vielleicht mal. Kann ja weg zum Stehen. Vielleicht erstmal Menü aufrufen. Der ist irgendwie schon voll stark. Warte mal. Ach, das hat diese eine Fähigkeit, womit ich in der Mystgard drücken muss, ne? Ja, der Kampf hat irgendwie komisch angefangen, aber jetzt haben wir wieder Kontrolle, ne? Komm. Ich habe umfällig diesen einen Angriff hier voll schnell einsetzen kann. Aua. Ist irgendwie viel so schnell aktiviert, finde ich. Triff mich nicht. Bin ja unten. Aber was ist das, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, manchmal irgendwie von dem Abprall. Okay, da war gut. Rita, wo bist du? Ich heile dich mal hoch. Au, au. Warte, wenn ich meine vier Dinge ab, ne, dann müsste dran. Wir haben, glaube ich, von jedem Charakter hier schon gesehen, ne? Mystgard, ja, Rita, Estelle. Glaube ich, Repeat haben wir erst letztens gesehen. Yuri haben wir sowieso schon gesehen. Mal sehen, was dieses eine ist, wenn man X drücken muss hier. Da mitten, wenn ich die Mystikart einsetze oder was? So anfeuern, so wie bei den GFs in Final Fantasy 8 oder was? Ich finde das ein bisschen zu krass, diesen Angriff, ey. Oh, was? Repeat. Ja. No. Es war nicht so schwierig. Ah. Aber ist mit dem jetzt irgendwie gleich passiert wie mit Belios irgendwie? Weil Estelle hat ja versucht, Belios zu heilen, ne? Und damit hat sie ja Magie in ihn reingeballert, ne? Da gibt es ein anderes Wort für, was sie gerade gesagt haben, aber eher, glaube ich, ne? Sie hat da eher in ihn reingepumpt. Dadurch ist er ausgerastet oder gestorben am Ende. So ungefähr gleich jetzt hier mit dem passiert oder was? Komme ich mit der Lore schon wieder nicht hinterher. Was? Ist im Überlimit gegangen, bis dann betäubt gewesen? Boom, zack. Jetzt weiß ich noch, bis du mit deinem Überlimit fertig bist. Okay. Ich glaube, der Zauber aber hat, ne? So, mach mal Ende dein Ding. Ich glaub's Ende, ne? Das waren drei. Ich setze jetzt einfach ein, bevor ich wieder meine Chance verpasse. So, ich drücke jetzt einfach X wie ein Blöder. Bringt das was? Ja, ich glaube schon. Waren definitiv mehr Treffer als vorher. Krass. Auch kann ich das mit jedem Charakter machen? War ja richtig geil. Oh Gott. Am besten, glaube ich, eingestellt, sie nur Zauberarzt einsetzt, aber trotzdem setzt sie auch normale Arzt ein. Irgendwie verstehe ich nicht.
Jetzt kriegt er voll auf die Fresse gerade. Wir haben den voll gekettet hier gerade. Trotzdem habe ich nur 2-3 Treffer oder so gehabt am Ende. Rita. Voll Verschwendung, weil hier ein Heilspeicherpunkt in der Nähe ist. Aua. Aua. Wir hatten den Kampf noch gerade voll im Griff, ey. Repeat, komm grad völlig sehr, ich muss dich heilen. Genau, bleib genau da. Steck mein Schwert voll in den rein. Repeat. Einfach den. Au. Ja, außer als ich weggeflogen bin. In so einem Cartoon irgendwie. Boom. Jetzt kriege ich da endlich mal hin mit den ganzen Dingern. Oh, oh, oh. Ja, muss dazu so sagen, was für ein Level ist der? 56. Ich bin 6 Level höher als der. Weil ich halt so viel trainiert habe wegen Alexei. Also ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass die Bosskämpfe jetzt ein bisschen einfach werden. So viel gegrindet habe ich ja eigentlich nicht, ne? Ich habe einmal diese Kolossierung gemacht, da hat ein paar Erfahrungspunkte gegeben, der Typ ist gleich tot. Und das war es dann auch eigentlich so, ne? Ja. Boom. Ha, ich habe mit Zerbauschlag, glaube ich, kaputt gehauen. Geheimmission 21. Mehr können wir nicht tun. Na, ich habe noch diese Krankheit. Ja, 27.000 galt. Seltsamer Stein und Amulett. Niemand hat ein Level up. Ja, okay, hatten wir auch, glaube ich, vor kurzem. So, cool. Das war gut. Das war einfach. Da kriegen wir jetzt unseren zweiten Geist, ne? Nein, bitte nicht. Mich erstmal heilen und speichern und so, Juri. Machen wir einen Geist, alles klar.
Ihr wisst, wie das geht, oder? Judith, was? Oh, wen kriegen wir jetzt? Ich würde schon sagen Gnom, ne? Wegen Kristalle, Erde. Bin voll gespoilert hier, weil ich den Namen von den allen kenne. さあ、名付けてやるなよ。属性は何です？大地深く根ざした力、すなわち地。大地なら根を張るもの、ノーム。地の精霊ノーム。目覚めたら伝えておく。 星網がエアル調整してくれようとしたエンテレケイアの慣れの果てなんて。まったく人間ってやつは本当に自分の目で見えることしかわからないもんだな。で巡り巡って結局一番悪いのは人間ってか。いつだって。おっさら。何かやらない。人間なのじゃ。大騒がしょ。じゃあなおのこと頑張らないといけませんね。 So, gut, dann gehen wir zum nächsten Ding, ne? Die Jagdklängen. エンテレケイアに家族を殺された。クリントって言ったが、あのさん、憎む気持ちは簡単には消えねえんだろうな。そうね。支援もあるんでしょうけど、魔物を狩ることが彼の生きる目的になっているようにも感じたわ。 前に私がそうだったもの。ブラスティアを壊すことだけが生きがいだったわ。でもジュディネは今は違うのじゃ。だったら変われるんじゃないでしょうか。ジュディスのように。どうだろうな。どっちにしろ俺たちは俺たちの目的を果たすだけさ。そうだろ、カロル。え？うん、そうだね。Okay, erstmal loswerden, danke. Und dann haben wir unseren zweiten Geist und ich muss gleich erstmal nachgucken, wo ich als nächstes hin muss. Wikia, irgendwie so was hieß der Ort. Ich bin nicht irre, aber wo das wieder ist, ne? Das ist wieder das große Rätsel. So, ich muss erstmal hier am Ausgang, auf dem Weg zum Ausgang, ein paar Dinger hier finden, einige Truhen, die ich noch nicht geöffnet habe, nicht offscreen gefunden habe hier in diesem Gebiet. Ich hoffe, jetzt kommt kein Boss oder so, weil ich habe jetzt nicht gespeichert. Ich hätte eigentlich speichern sollen, da bin ich eigentlich irre. Aber ich hoffe jetzt mal, hier kommt nichts mehr, weil sollen jetzt ja noch kommen, ne? Hoffe ich. Speicher, hier ist noch ein Speicherpunkt. Speichermann, bin ich eigentlich lebensmüde. Okay. So, irgendwo, ich weiß jetzt eigentlich nicht mehr. Nee, war noch hier vor, glaube ich. So, den einen kann man auch hier noch Bescheid geben, ob wir ein Gigantum-Monster erlegt haben, von Gusius zu Gnome。グッちゃんも無事ノームになってよかったよかった。はい、もしカレがあのまま星はみになってしまっていたら救われなさすぎですから。そうね、彼はただ一人で私をとしただけ。その結果自身が最悪そのものになるなんて想像もしてなかったはずだから。過去星はみになってしまったエンテレケイアがかわいそうです。 もしその時に精霊化という選択ができていれば。ジョージャン。もしはもう考えないでおこうや。そうね。選択の余地はなかったとはいえ、星はみになった彼らは世界を飲み込もうとしてる。これが現実よ。はい。でも切ないです。Okay, ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht schon vorbeigelaufen. Thank you.
Ne, ist noch ne. So, da ist eine. Mischkomi. Ne. Und machen wir mal. Ich sollte gleich mal nachgucken. Amulett. Er hat alle physischen Beschwerden. Oh. Und da war ja noch irgendwo, glaube ich. Eine, wenn ich mich nicht irre. Da. Oh, eine Sephira. Cool. Hm. Hatte ich Yuri? Ja, ich hatte Yuri gespielt, ne? Im letzten Kampf. Ich habe eine Menge Geld. Bin ich gut. So, dann. Ich glaube, mehr machen wir jetzt hier nicht in dem Part. Ich werde jetzt noch mal zu diesem Zelt hier zurückgehen und den einen Typen Bescheid geben, dass wir ein Gigantomonster geplattet haben. Hier in der Nähe war das. Dann haben wir uns vielleicht noch mal hier hoch. Nee, warte, das, ich bin ja falsch. Egal, wenn wir schon mal hier sind. Na. Ah. Und dann hier, mein Gott, machen wir in der nächsten Folge weiter mit der Suche nach dem nächsten Dingen. Die Kristalle von Gusius oder Gusius. ええ、カルボクラムでも似たような結晶が落ちてたのを思い出したわ。よく見てたな。あんなバタバタしてたのに。リターンテナは常に面白そうなものに反応しちゃうんですね。まあ、しまった。精霊化したらグシウスのこと調べられないじゃない。リターンテナが反応しました。ほどほどにしとけよ。 So, erstmal du. Donnerwetter, willst du sagen, du hast einen Fenrir besiegt? Ich bin euch zum Dank verpflichtet. Bitte nehmt das. Warum machen wir das eigentlich? Die tun doch immer wieder neu respawnen. So wie ich das mitbekommen habe. Warum jagen wir die denn überhaupt? Schon gehört, dass 7 von den Gigantomonstern getötet wurden. Soweit wir wissen, sind noch 4 übrig. Genau in der Mitte von Elysia lebt der Chimärenschmetterling in einem Garten versteckt im Wald. Den haben wir schon gesehen, aber da kommen wir nicht hin. Ivonia lebt der Brusis im heiligen Land der Kritia. Haben wir den schon gesehen? Brusis, keine Ahnung. In Usoria haust der Greif in einem bestimmten Feld. Der blutige Schnabel irgendwo in dem Westen von Vekea. Da müssen wir hin, glaube ich. Vekea, ne? Gehen wir da in der nächsten Folge hin direkt. Ich sagen. Dann, wenn wir mal alle Geister hier gefunden haben, gehe ich vielleicht noch mal durch die Städte und gucke, ob sich da irgendwas geändert hat, ob ich da jetzt wieder Quests bekommen habe. Ne, ich nehme mich jetzt mal an, weil dann ist schon wieder viel passiert. Ich hoffe, zwischendurch ist schon wieder nicht was Neues passiert. So, Körper im Kristall. Die sich auf der Kristall 90 von Tobias finden. In den Bergen des Sande von Korgo und auf den ja, da ist Pharaoh, ne? Von Korgo und auf den Kontinent Vekea. Den Kontinent Vekea. Oh, ich habe, glaube ich, das ist unten rechts, ne? Das Gebiet. Ich habe so eine Vorahnung, wo das sein könnte. Ich gehe da schon mal hin. Ich habe eine sehr gute Vorahnung, wo das sein könnte. Das ist, da gibt es irgendwie so ein Gebiet, das sieht so aus, als könnte man da irgendwie reingehen. Oder wäre irgendwie so ein Gebiet. So ein Dungeon. Ich glaube, ich weiß genau, wo ich hin muss. Gucken, ob ich recht habe. Ja. Wetten, wir können hier rein. Haha. Ich wusste es. Oh, da liegt was Schönes. Die Geburt der Geister, aber zum Glück habe ich noch nicht den Part beendet. Die Welt ist ein
精霊はそれを表した存在なのかもですね。エンテレケアの選んだ未来もあの姿に現れているのかしら。そうですね、そうなのかもしれません。いつかバウルも精霊になることを選ぶ時が来るのかもしれないわね。精霊がエンテレケアの進化の先というのなら。Alles klar, dann würde ich aber den Part hier beenden, ne? Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Das wäre Tales of Vesperia. Ich hoffe, euch hat er bald gefallen. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wo ich sicher bin, bitte. Tschüss, bis zur nächsten Folge.